Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber in Käsekuchen, da könnte ich mich reinlegen. Und jetzt habe ich ja schon einige Käsekuchen auch mal ausprobiert, auch schon gegessen, logischerweise. Und habe mir auch ein paar Videos angeguckt. Und zwar gibt es ja in Japan diesen japanischen Käsekuchen, der immer so ganz fluffig und hoch geht. Und da habe ich letztens noch ein Rezept gesehen von einem spanischen Käsekuchen, der ein bisschen anders funktioniert. Und ich mache heute mal so ein bisschen experimentelles Backen. Und zwar werde ich heute mal einen Käsekuchen machen, der spanisch und auch japanisch ist. Aber ich würde sagen, wir legen mal mit den Eiern los. Und wer sich jetzt fragt, warum ich das Ganze in einer Tasse gemacht habe, achtet mal drauf. Ist diese Tasse nicht geil? Ich feiere die ohne Ende. Ja, und die Eigelb, die gebe ich jetzt in eine Schüssel. Ja, zu den Eiern packe ich jetzt dann meinen Frischkäse hinzu. Und das stelle ich dann jetzt erstmal an die Seite. Denn im ersten Schritt will ich mich jetzt erstmal um das Eiweiß kümmern, denn das muss ich jetzt erstmal steif schlagen. Wenn der Eischnee so langsam anfängt zu stocken, also sprich fester zu werden, dann könnt ihr so ein bisschen Zucker angeben. Ich habe hier so 30, 40 Gramm Zucker angegeben. Einfach nur, damit das richtig hart wird, das Zeug. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den Frischkäse und die Eier und den restlichen Zucker und die Sahne, die hier noch rein muss. Die anderen Zutaten dann auch alle nach und nach da reingeben, also sprich Vanille und Mehl und sowas alles. Das ganze Rezept findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt ja, heben wir jetzt noch den Eischnee da drunter. Und wie gesagt, vorher aufpassen, nicht zu lange schlagen, weil er ja Sahne ist. Wir wollen ja nicht das komplett sahnig haben, also mit Vorsicht walten lassen.
Ja, und dann ist der Teig eigentlich schon fertig und kann in die Backform gefüllt werden. Ich mache das jetzt immer so, ich nehme eine runde Form. Die sollte normalerweise eigentlich auch dicht sein, aber egal. Ihr nehmt euch eine Form, am besten die von unten doch dicht ist. Wenn die nicht dicht sein sollte, weil wir gleich noch etwas Wasser auf das Backblech kippen, dann müsst ihr etwas Alufolie hier drüber machen. Aber es kommt eh nur 1-2 cm Wasser hin. Einfach nur zur Sicherheit, dass kein Wasser in den Kuchen reinkommt. Und ja, jetzt kann man die Form entweder von innen mit Backtrennspray. Mit Backtrennspray einsprühen oder ihr nehmt einfach ein Backpapier, macht das einmal unter dem Wasserhahn richtig komplett nass und formt das einfach hier so rein. Und da fülle ich jetzt meinen Teig rein. Ja, und was war das für ein Grund, warum ich jetzt diesen ganzen Aufwand gemacht habe mit der Alufolie und mit diesem Wasserbad auf diesem Backblech? Ganz einfach, weil wir eine relativ niedrige Temperatur haben, also hier in diesem Fall 140 Grad. Und das Ganze muss jetzt ungefähr eine Stunde circa backen. Normalerweise wird, ich sage jetzt mal, ein deutscher Käsekuchen oder auch jetzt diese spanische Variante, die ich jetzt da gemacht habe, der wird normalerweise bei 200 Grad gebacken. Wie gesagt, aber in diesem Fall wollen wir das nicht so, denn wir wollen ja, dass er schön fluffig und auch, naja, und dementsprechend in die Höhe geht. Deswegen diese Maßnahme. Das Backen macht ihr jetzt am besten in zwei Schritten. Also erstmal den Ofen auf 140 Grad einstellen. Das Ganze, wie gesagt, in diesem Wasserbad da drin halt eben. Dann nach circa, ich sag mal, kommt drauf an, ob der Backofen vorgeheizt oder nicht vorgeheizt ist, nach einer Stunde die Temperatur auf 170 bis 180 Grad ungefähr erhöhen. Dann merkt ihr auch, dass dann der Käsekuchen erstmal noch so richtig nach oben wandert. Und wenn er dann oben so eine leicht bräunliche, ich sage jetzt mal Kruste hat, dann kann man den Backofen ausmachen, Tür ein wenig öffnen, ein Handtuch dazwischen klemmen, damit er einfach ein bisschen runterkühlen kann. Und dann sollte der so circa 10 Minuten so langsam im Ofen auskühlen. Ja, wenn der Ofen aus ist, dauert zwar eh länger, aber wie gesagt, dann können wir den Kuchen rausnehmen. Wenn ihr den Kuchen dann aus dem Backofen rausholt, dann nicht wundern, der schrumpft auch wieder ein bisschen. Also das, was dann oben gewachsen ist, wächst auch wieder ein bisschen runter. Das liegt an dieser Kombination raus, dass ich ja diese spanische Variante mit der japanischen gekreuzt habe. Das heißt, einerseits wird er sehr hoch, aber dadurch, dass ich halt eben auf Butter und so verzichtet habe, sinkt er da wieder. Aber das tut dem Geschmack keinen Abbruch und keine Panik. Jetzt lassen wir ihn eben noch ganz abkühlen und dann probieren wir endlich mal. Ich habe so einen Hunger. Ja, da bin ich aber gespannt. Boah. Ja, ihr kennt das. Probiert's mal aus, macht's mal nach. Das Ding schmeckt sowas von lecker, das glaubt kein Mensch. Und naja, war jetzt eine Stunde war er im Kühlschrank, damit er immer noch, naja, er wackelt immer noch. Und ich glaub mir, das Ding ist sowas von saftig und lecker. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss. Ich muss jetzt noch arbeiten.